Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin gerade am Bier trinken. Jetzt kommt Tag Nummer 2 von der 10-Tages-Wanderung. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Das war von Giersberg bis nach Rothenburg-Wümme. An dem Tag war für mich ein untersoffener Vatertag gewesen. Da hatte ich viel zu wenig Bier gehabt. Das war voll scheiße. Wie ihr gleich im Video sehen könnt, lag es daran, dass ich bis Rothenburg weder eine Tankstelle noch einen Kiosk gefunden habe, und Vatertag haben ja keine Geschäfte offen. Und deswegen so ein untersoffener Vatertag, weil ich dann auch noch kaum Restbier vom Vortag da hatte. Vielleicht noch 3 Flaschen oder so. Oder 2 oder keine Ahnung, wie viel das waren. Aber das war voller untersoffener Scheißvatertag gewesen für mich mit. Aber voll cool Tour, voll cool Wanderung. Ach ja, ich habe hier eine andere Frisur gemacht. Könnt ihr in den beschissenen Dreckskommentaren schreiben, wie ihr das findet. Diese Bartfrisur. Ach ja, jetzt Videostart kommt. Tag 2, aber jetzt scheiße, 12 Uhr schon. Voll scheiße. Eigentlich wäre ich viel früher losgelaufen, aber ich hatte voll die scheiß Magenschmerzen hier. Ich weiß auch nicht von was. Gleich werde ich erstmal ein Bier aufmachen und trinken. Aber erst einmal ein scheiß Zelt. Dieser scheiß Wurfzelt. Der muss ich noch einpacken. Und dann geht's mit meinen Scheißbeinen weiter. Und ich kann auf jeden Fall sagen, die größte Scheißschwierigkeit ist meine bekloppten Scheißhände, die tun voll scheiße weh. Aber ich konnte sehr gut schlafen. Vielleicht zweimal wach geworden kurz, aber doch, mache ich noch mal auf jeden Fall. Vielleicht diese heute Nacht noch mal, falls ich das nicht schaffe. Ne, scheiße eingepackt. Erstes Scheißbier aufgewahrt. Jetzt weiter zu gelaufen. Es war scheiße nass da gewesen. Heute Nacht. Oh Scheiße, ich glaube, ich habe mich scheiße verlaufen. Jetzt zurücklaufen und dann weiterlaufen. Ich muss irgendwie, weiß nicht wohin. Scheiße gefunden. Scheiße! Ja, schon wieder Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Ja, du scheiß großer Frist. Ja, ich muss Pause machen, damit ich danach die Zähne waschen kann. Ja, ich hab scheiß Zähne gewaschen. Ja, schon wieder Bier trinken. Damit meine Zähne bierig bleiben. Da steht Wursthausen drauf. Wursthausen. Ich bin gerade in Schwanzendorf. Ach nee, Schanzendorf heißt das. Ich hab Schwanzendorf gelesen. Da vorne ist scheiß McDonald's. Da gleich erstmal Kaffee saufen und fressen. Oh Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ich bin von da ganz hinten. Wo ganz hinten diese Scheißhäuser sind. In diese Straße eingebogen und hier ist komplett Ende. Das ist voll Scheiße. Ich muss den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. Das ist bestimmt ein ganzer Kilometer. Das ist voll Scheiße. Schon wieder Bier trinken. Jetzt weiter zurückgelaufen. Letztes Scheißbier, was ich in meinem Scheißrucksack drin hatte. Aufgemacht. Bin jetzt bei etwas mehr als 18 Scheiß-km. Und jetzt ungefähr noch eine Scheißstunde laufen, bis ich bei Achhausen dran gekommen bin. Und ich hoffe, dass bei Achhausen, dass da irgendwo so eine Scheiß-Tankstelle oder Kiosk ist, damit ich wieder Bier kaufen kann. Und ich brauche ein Feuerzeug, weil mein Alter leer war. Oh Scheiße, ich habe hier schon wieder Verletzung gemacht. Ich habe mit dieser scheiß Schuhseite hier diese Scheiße hier
dran geratscht beim Laufen. Das ist voll scheiße. 23 km/h. Scheiß Fußanwinkelung. Damit scheiß Blut runterkommt zum Kopf. Damit ich gleich noch mehr laufen kann. Ne, ich gehe jetzt hier 25 scheiß km gemacht. Und ich glaube noch 5 km/h. Und dann bin ich in scheiß Rothenburg. Eigentlich wollte ich nicht durch scheiß Rothenburg. Aber weil ich nirgendwo so einen Scheiß-Kiosk oder Tankstelle gefunden habe. In der gesamten Strecke heute. Ich brauche Bier. Weil das ist dann sonst voll der untersoffene Scheiß-Vatertag. Muss Bier kaufen. Und ein Scheiß-Feuerzeug für meine Scheiß-Kerzen. Jetzt weiter zu gelaufen. Ich habe Scheiß-Rothenburg gefunden. Scheiß-Rothenburg. Jetzt. Scheiß-Kiosk oder Tankstelle finden, suchen, um Bier zu holen. Und danach, weil es scheiß dunkel kommt, muss ich gleich Zeltplatz suchen. Ja, das hier war die Sparekasse, wo ich beim letzten Mal gepennt habe. Hätte ich Scheiß-Tankstelle gefunden, jetzt habe ich schon wieder Bier gekauft. Ja. So, jetzt wird immer dunkler und dunkler. Ich werde jetzt so einen Scheiß-Platz suchen zum für Zeltboden. Ne, schon wieder Bier aufgemacht und Bier trinken. Ich habe jetzt heute über 33 Keimen gemacht, wenn ich hier am Suchen bin nach einem voll cool Zeltplatz. Ich bin jetzt gerade in dieser Scheißlandstraße. Ich versuche irgendwo in so ein Ballstück reinzubiegen. Ne, ich habe hier einen Platz gefunden. Da vorne ist so eine scheiße Straße und hier ist so ein kleines Waldstück. Und jetzt kann ich mein scheiß Wurfzelt aufbauen. So, auf zu gebaut. Kann ich diese Scheiße hier reinmachen? Und hier werde ich jetzt pennen. Scheißzelt! Ich hab hier Scheißkerzen angemacht, zwei Stück. Und hier klebt man eine Scheißlampe. Die Kerzen habe ich an, falls diese Scheißakku von der Scheißampel leer geht. Und hier ist mein Klamottensack, den ich als Kopfkissen benutze. Und hier, das ist mein Schlafsack. Und sowas wie eine Isomatte habe ich nicht, weil hier kommt gefedert von diesen Gräsen von draußen. Ja, wird langsam dunkler. Und von hier aus kann ich vielleicht Augen treffen gleich später. Von Tieren. Ist ja voll cool. Von hier aus kann ich alles so draußen gucken. Ne, das war jetzt Tag 2 gewesen von der 10-Tages-Wanderung. Die zweite Nacht allein im Zelt zu pennen, die fand ich diesmal viel, viel spannender. Da kamen ein paar Urängste hoch. Weil ich habe um 6 Uhr morgens ein ganz lautes Getrampel direkt vor meinem Zelt gehört. Und dieses Wildtier, ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was das war. Ich dachte irgendwie sowas wie ein Hirsch oder sowas. Das hat ganz laut gemacht. Wie man es jetzt in dem Video, was ich jetzt auf YouTube recherchiert habe, die Quelle gebe ich natürlich an. Jetzt zeige ich das mal kurz. Genau, dieser Reh, das war wahrscheinlich ein Reh gewesen und genau dieses Geräusch war direkt vor meinem Zelt gewesen. Deshalb ich, und dann war ich auch noch nicht mal besoffen gewesen, weil ich so einen untersoffenen Vatertag gehabt hatte. Und das hat mich auf jeden Fall voll wach gehalten und voll in Schrecken eingejagt, weil ich vorher noch nie diesen Geräusch gehört habe. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Es war auf jeden Fall, wie sich so ein Reh, so ein bellender Reh anhört. Ich wusste gar nicht, dass sie bellen können. Ja, und dieser Reh ist mit hoher Geschwindigkeit direkt vor meinem Zelt, also direkt neben meinem Zelt, ins Wald hineingerannt und hat dieses Hä gemacht.
Aber könnte auch sein, dass dieses Reh auch nur deswegen gekommen ist, weil ich in dieser Nacht vergessen hatte, Urin direkt neben meinem Zelt zu machen. Dass da dann dieser Reh gekommen ist, weil mein Revier nicht beschützt war. So, beim nächsten Mal mache ich jetzt Video Nummer 3 fertig von der 10-Tages-Wanderung. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer beschissener Natururin.